Italienmeister Ritten hatte am Donnerstagabend das Halbfinal-Rückspiel der IHL Serie A verloren. Die Buben mussten sich im Odegaard-Stadion Dauerrivale Asiago mit 2:5 Toren geschlagen geben. Den Stellati von Pekka Mattila erreichten ganze 168 Sekunden, das Spiel für sich zu entscheiden, doch der Reihe nach. Die Hausherren starteten wie die Feuerwehr und nach gerade einmal 37 Sekunden war es der 30-jährige Kanadier Louis Caporusso, der zum 1:0 einsackte. Asiago blieb weiter am Drücker und kam zu diversen Top-Chancen, die der Rittner Schlussmann Kevin Linzkuk aber alle vereiteln konnte. Wenig später musste Michele Stevan für 2 Minuten in die Kühlbox. Die Rittnerburen nutzten ihr zu diesem Zeitpunkt noch bärenstarkes Überzahlspiel eiskalt aus und glichen in der 7. Minute mit Andreas Lutz aus, der seinem ehemaligen Teamkollegen Frédéric Loutier das Nachsehen zum 1:1 gab. Dies war auch der Pausenstand. Im Mittelabschnitt versuchten die Stellati aufs Ganze zu gehen und Phil Pietroniro und Co. setzten die Burben so richtig unter Dauerdruck. Nichtsdestotrotz schafften es aber auch die Rittner, ihre Duftmarke zu setzen. Ein Pfostenschuss von Matt Lane ließ Cloutier den Schauer über den Rücken laufen. Doch Asiago war jetzt voll auf dem Posten. Vincent Loschiavo, Marco Rosa, Louis Caporusso ließen hochkarätige Chancen aus, sodass sich am Ergebnis bis zur Schlusssirene des Drittels nichts mehr änderte. Im Schlussabschnitt, da geschah es wieder. Ein superschnelles Tor der Zimmern. 14 Sekunden waren gerade erst verstrichen. Da netzte Louis Caporusso ein und erhöhte auf 2:1. Die Stellati legten in der 42. Minute nach. Da war Michele Stevan auf seinem Posten und versenkte die Scheibe im Rittner Tor. Vier Minuten vor Ende der Partie trug sich auch noch Vincent Loschiavo in die Torschützenliste ein und setzte auf 4:1. 7 Minuten vor Spielende sorgte Julian Costa noch für eine Resultatkosmetik. 4:2 der Stand, doch wer glaubte, dass das Spiel jetzt gelaufen wäre, wurde eines Besseren belehrt. 2,5 Minuten vor dem Schlusspfiff sorgte Marco Rosa im Powerplay für den Endstand von 5:2.